Es gibt nicht mehr ein Zurück oder sonstiges. Es gibt nur geradeaus. Du weißt genau, der Typ, der gegenübersteht, der will dir wehtun, der will dich ausnocken. Warum? Warum soll ich? Warum nicht er? Und das pusht dich so. Wie hast du dich getraut, gegen mich zu kämpfen? Wie hast du dir getraut, vor mir so zu stehen? Also glaubst du daran, dass du mich besiegen kannst? By TKO, Abus Magomedov. Alter, jetzt fühle ich mich erleichtert. Job ist done. 19 Sekunden. Heute habe ich Glück gehabt, sagen wir mal so. Ja, harte Arbeit zahlt sich aus, wie gesagt. Wenn man so hart trainiert, habe ich, glaube ich, schon mal so im Interview gesagt, dann wird der Kampf meistens immer schnell. Ja. Und so ist es auch gelaufen. Besser gegen mich. Das ist das, wofür man seinen Arsch aufreißt sozusagen. Gas gibt, morgens nicht ausschläft, kaputten Körper zum Training geht und so. Feiern werden wir, wenn wir Titel holen. Das heißt, erstmal Burger essen, Alter. So fette Burger essen. Mit Frieden, mit alles drum und dran. Das Champion hier geht. Papa von Paris ist auch da. Ich ruf mal kurz Papa an. Ich sag, Job ist done. Und dann. Ich kann nur Sachen machen. Ach so, da. Ciao, Mann, как там? Ну, я же тебе говорил, все нормально будет, не переживайте. Все хорошо, Витя, все хорошо. Просто бомба, бомба. Здесь алтый олай, по-моему, горми я олай будет. Олай быстрый, жесткий, четкий. Бармаган сын надо ему. Не, нормально все, ничего не болит. От души красиво было. Это, was ich nach meinem Kampf gemacht habe, wo ich schon im Zimmer war, ich habe meinen Vater angerufen. Ich habe dem gesagt, der hat zwar das alles live gesehen, aber ich wollte denen persönlich das okay geben, dass ich okay bin, nichts Schmerzen habe oder sonstiges. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Dann habe ich aufgelegt, Handy wieder weg. Und dann mit Jungs, die da waren, haben wir geredet, gelacht, gegessen. Wir sind heute in Merken. Heute ist Ringerkampf. Wir haben Heimkampf gegen Neuss. Das ist eine Bundesliga-Ringen. Nehme ich euch heute mit. Max ist auch im gegnerischen Team, also mein Trainer von MMA, Max Schwind, ist jetzt, da der Neusser ist, ist der da als Trainer. Heute wird es so ein bisschen spannend sein. Also ich bin ja eigentlich als Ringer schon immer bei KSK Concordia Neuss gewesen oder für KSK Concordia Neuss gerungen. War auch lange Zeit Trainer dort und heutzutage ist es immer noch so, dass ich die Jungs unterstütze als Trainingspartner, als Trainer. Mein Gegner ist... Ich kenne den, wir haben mal zusammen trainiert, dass er so ein gefährlicher Kubaner ist. Nein, also der Ring gegen Jackson Weiland Cantero ist auch ehemals Weltmeister gewesen im Juniorenbereich, sehr guter Kämpfer. Alt, erfahren, gegen Jung und Wild, auf jeden Fall gegen Abus wird ein guter Kampf. So bin ich heute beim Kampf für KSK Concordia Neuss, also gegen Abus. Abus, zieh dich warm an. Das wird schön heute auf jeden Fall. 90 Seconds. Abus, dritter Aufruf. Hey, warte da. Radikal. Übergewicht. 92,7. Nein. Erste Linie, warum ich das mache, dass ich so im Kampfmodus ganz bin. Dass ich so ein bisschen Wettkampf
Feeling immer habe. Ring ist halt anders als MMA. MMA darfst du schlagen und Griffe machen. Hier darfst du mehr werfen und keine Aufgabe Griffe machen. Also hier ist quasi, man ringt ohne Schläge, ohne Würgegriffe. Wenn man einen Wurf macht und der Gegner über die Schulter rollt, sind das 4 Punkte. Wenn du einen runterbringst, egal wie, aber der nicht über die Schulter rollt, sind das 2 Punkte. Wenn du vom Matte rausdrückst, ist es 1 Punkt. Also das sind so, das war ein Punktesystem, da muss man sich einfach mal angeschaut haben, damit man das versteht. Lassen Sie mir ganz persönlich einen Gruß loswerden an unseren Ehrenvorsitzenden Hubert Fassbender, der mit 91 Jahren immer noch an der Matte sitzt. Hubert, schön, dass du heute Abend hier bist. Ich darf bitten, dass der KSK Neuss jetzt einmarschiert. Gäste herzlich willkommen hier in Märkten mit ihrem Trainerteam Oleg Dubov und Max Schmidt. Wir fangen an und werden dann die Ringer des Ringerclubs Märkten werden einzeln einmarschieren hier. Nick Jakob gegen Eli Sakaye. Reichi, 98 Kilo. Abusbian Magomedo gegen Jackson Weiland Castello. Und Gigi Stolpic, 130 Kilo. Erik Silvani gegen Julian. Ich darf nun an den Kampfrichter das Kommando übergeben und wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Kampfabend. Hier ist, wie gesagt, auch ein bisschen Anspannung da. Man möchte natürlich gewinnen. Ist natürlich nicht zum Vergleichen mit MMA, aber hat auch so ein eigener Kick, sagen wir mal. Gegen Jackson Weiland. Gas gegeben. Gut, Hauptsache verletzungsfrei.
Hat mich ein bisschen Kraft gekostet, der Typ. Angefangen hat es, da war er so 14 Jahre alt. Ja, da ist er Asylheim hier in Düren, ist er aufgenommen worden und dann hat jemand herausgefunden, dass er ringen wollte. Und dann ist er dann hier für 2 Jahre, war er dann bei uns und hat dann hier bei uns den Anfang vom Ringen mitgemacht. Mein größter und erster Fan hier in Deutschland. Seit dem Tag 1, wo ich in Deutschland war, hat er mich unterstützt, immer zum Training gefahren und so. Das ist jetzt locker 18 Jahre her. Sehr ehrgeizig dabei? Fleißig. Ja, du hast mir auch keine Wahl gelassen. Du hast mich immer abgeholt zum Training. Ja, ja. Er war ein Talent da. Ja, er wollte auch hoch hinaus und er wäre auch, wenn er seine deutsche Staatsangehörigkeit bekommen hätte, wäre in Deutschland auch ziemlich hoch gekommen. Ehrgeiz, ohne Ende, ne? Fleißig, clever Kerl, alles gut. Ehrgeiz. Der Sport ist eigentlich nicht meine Sache, ja? Aber wenn er kämpft, dann schaust du mir an. Das ist mein letzter Kampf. Das bin ich. Zack. Zack, zack. Der ist doch abgebrochen. Mann. Ja, war so betuscht. In 19 Sekunden habe ich mir angeschaut. Ja. Ja, die musste ja jeder sehen. Sehr gut. Der Kampf ist genauso abgelaufen, wie er sollte. Also es gibt ja Überraschungen. Der Kampf ist ohne Überraschung abgelaufen. Das war mein Gedanke. Ja, wir sind natürlich auch stolz, so einen Mann hier bei uns im Verein zu wissen und dass ihm unser Verein auch immer noch was bedeutet, denn sonst würde er heute hier nicht ringen. Da sind wir natürlich schon stolz drauf. Ihr könnt alles nachforschen, alles nachgucken. Bis jetzt, ich habe immer gesagt, der Einzige, der den Titelkampf machen kann in der UFC, ist Abus. Ich habe das immer gesagt, ich habe das vor ein paar Jahren gesagt und jetzt langsam erfüllt er endlich meine Worte. Endlich, langsam werden die irgendwie wahr. Ja, hast du gesehen? Das war's für heute.